Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge. So, wir sind wieder in Schmiedekamm und werden hier jetzt einmal unser Kohlebergwerk weiterbauen. Jetzt haben wir ja auch wieder ein bisschen Geld bekommen, dank unserer Nachbarn. So, Kohlebergwerkschacht. Hier noch ein. Hier noch ein. Und hier noch ein. So, und dann können wir hier auch ordentlich Kohle fördern. So, und dann brauchen wir natürlich so ein Handelszentrum, ne? Ja, oder? Am besten natürlich noch einen Umschlagplatz. Komm, dann kommt der Umschlagplatz dran. Okay, dann kommt er hier hin. Wir haben es ja, ne? Wir haben es ja. So, dann wollen wir hier mal kurz schauen, dass wir hier... Ja, zum einen diese Dinger. Lockiges Schild. So, dann würde ich ganz gerne Güterbahnhof nicht, Frachtschiff, Anliegeplatz. Wow. 100.000, okay. Nein. Versandlager, Rohöllager brauchen wir nicht. Roherzlager wäre natürlich cool. Dafür brauchen wir wieder diese Metall. Ja, Kunststoff. Na gut. Also wir brauchen diese Metallzentrale. Unbedingt. Haben wir gar keine Wahl. So, dann gucken wir mal. Geschlossen, Lager voll. Aha. Also, dann brauchen wir so ein Handelsdingens am besten auch noch. So, und da können wir dann ein bisschen Roherz lagern noch. So, Roherz. Roherz. Ist eigentlich... Ah, ich weiß nicht. Ach, machen wir erstmal. Ist ja nicht so teuer, diese Lagerdinger. Entschuldigung, und dann müssen wir mal kurz schauen. Ja, mehr als 20 können wir derzeit nicht lagern oder abbauen. Ja, also wir müssen es erstmal verkaufen. So, das heißt, wir haben ja hier jetzt unser Lager, wo dann fleißig immer die Sachen hingebracht werden. Und hier können wir die erstmal verkaufen, weil ansonsten ist das Lager voll, dann können wir nichts mehr produzieren. Wir müssen aber mehr produzieren. Das heißt, wir haben keine andere Wahl, als den Kram einfach mal so zu verkaufen. Export, Export. So, und dann müssen wir einfach mal zusehen, dass wir das so schaffen. So, ich spule einfach mal und dann gucken wir einfach mal, ob wir auf mehr als 20.000 kommen. Ich meine, hier haben wir dann eine Übersicht, ob wir was verkaufen oder nicht. So, und hier sehen wir, dass immer fleißig wieder was weggefahren wird. Also es wird immer schön voll gemacht und dann kommt aber auch dann immer wieder einer und bringt das weg. So, wieder 10 Tonnen weg. Und so haben wir dann die Chancen, hier sehen wir auch Roherz, wie wir es verkauft bekommen. So haben wir dann die Chancen hier, ja, bisher 10 am Tag, ist ja auch erst 1:20 Uhr.
Und jetzt müssen wir einfach hoffen, dass wir hier jetzt auf 96 kommen. 20 nach 2 Stunden. Das ist ein guter Start. Ja, das sollte normalerweise reichen. Sind wir schon bei 27? Ja, das ist überhaupt kein Thema. Perfekt. Ja, bei Kohle ist es quasi ähnlich. Die Kasse füllt sich auch. So. 46 Tonnen bisher, also gut die Hälfte jetzt. Und es ist erst 5 Uhr morgens, also das sieht doch flockig aus. Ja, da müssen wir nämlich mit unserem Anlegeplatz, können wir das dann nämlich dann irgendwann verschippen. Aber ich würde natürlich eher sagen, dass wir die Legierung dann verschippern, weil ansonsten können wir das, den Scheiß ja nicht herstellen, weil wir müssen ja diese Schmelzhütte haben. Und das klappt halt nur so. Die Schmelzhütte, sonst haben wir ja gar nicht die Anforderung, dass wir hier diese Schmelzhütte bauen können im anderen Land. Also beziehungsweise in der anderen Stadt. Deswegen müssen wir das halt so machen. Und das hier direkt machen, sodass wir dann die fertigen Bauteile dann quasi verschicken können. So, 81,3. Und es ist 8 Uhr morgens. Also, das ist schon mal sehr souverän. Gute 10 Tonnen pro Stunde. Ja, der Geldbetrag steigt auch, weil wir ja diesen Kram auch verkauft bekommen. Noch brauchen wir da keine Legierung machen und zack, da haben wir dann auch unsere Metallzentrale. Die können wir hier unten mal hinstellen. So. Jetzt brauchen wir eine Schmelzhütte. Dafür brauchen wir eine Schmelzofenabteilung. Ja, 82.500 von 160.000, das ist schon mal sehr schön. So, und vielleicht schaffen wir das direkt, denn das müssen wir auf jeden Fall noch machen, sonst können wir nämlich da nichts weitermachen. Wir brauchen nämlich jetzt Schmelzofenabteilung. 200.000, stolzer Preis. So, 90.000 sind wir. So, immer brav alles verkaufen. So, was ist das hier? Lieferung. Roherzkohle. So, der Balken muss noch voll werden heute. 117.000 von 160.000. Hört sich schon mal ganz gut an. So, was gibt's? Ja, mach ich doch. So. So lange kann es auch nicht mehr dauern. Und aus Trotz sollten wir das nicht schaffen heute. Dann verkaufen wir trotzdem den Kram dann mit dieser, weil wir jetzt haben, jetzt können wir uns diesen Hafen, diese Hafenanbindung leisten. Ja, mach ich doch.
Aber erstmal muss ich warten, dass ich noch 30.000 verdiene. In 4 Stunden. 24.000 noch. Könnte eng werden. Ah, jetzt sieht's sehr gut aus. Noch 10.000. Na, wollte ich jetzt nicht. Ja, das sieht vernünftig aus. 150.000. Also 2 Stunden haben wir noch. Einmal Kohle verkaufen, einmal Erz verkaufen und dann haben wir es. So, komm schon. Eine Stunde noch. Los jetzt. Ja, und da haben wir es geschafft. Wunderbar. Also, das läuft doch jetzt wie am Schnürchen. So, dann die Schmelzofenabteilung. Ja, die ist ein bisschen teuer. 200.000. Müssen wir erstmal ein bisschen sparen. Aber dann können wir richtig loslegen. So, wir können ja mal kurz schauen. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen was bauen. So. Wollen wir hier noch Verkehrsanbindung und sowas haben? So, dann haben wir schon mal unseren Bahnhof. So, dann brauchen wir, dann wollen wir noch hier Flugzeuge und so. So, ja, ich weiß, das gut verdiente Geld wird jetzt verschwendet, aber so kriegen wir hier schon mal dann so ein paar Arbeiter hin. So, und dann am besten noch so ein Anlegerhafen. Das Verbrechen regiert. Ja, das dauert jetzt wirklich ein bisschen. So, was kostet das? 31.000, Mensch, das haben wir ja fast. Also, fast. So, können wir das auch noch hinbauen. So, was gibt's? Okay, danke für das Gequatsche. So, jetzt würde ich ganz gerne mal zusehen, dass wir hier ein bisschen Geld verdienen. Ich glaube, das geht jetzt woanders gerade mal schneller. Deswegen wechseln wir mal kurz hier rüber. Ah, dass die wieder Wasser brauchen. Ich habe keine Ahnung, warum und was das soll.
So. Toll, jetzt wechsle ich hier hin, damit wir hier schnell Geld verdienen. Jetzt haben wir selber hier nichts. Dann lass uns lieber nochmal wechseln. Ja, die brauchen auch Simoleons, aber ich glaube, hier haben wir gerade einen ganz guten Schnitt. Oh, und wenn wir dann erstmal Fernseher und Chips und so relativ schnell produzieren können, dann wird alles gut. Dann haben wir einen wichtigen Schritt gemacht. Ja, 19.700, das hört sich schon mal richtig gut an. Zu viele Keime. Ja, und wie soll ich das jetzt ändern? Gut, was ist das hier? Ja, das warte ich erstmal ab. Ich meine, das sind so diese Dinger für dieses Großprojekt, ne? Sonnenwärme. Also diese Sonnenkraft. Sauberer Kohlegenerator, aha. Raumfahrtzentrum. Ja, warten wir erstmal ab. Da einigen wir uns dann später drauf. Aha, Schule, was gibt's hier? Ja, gucken wir mal. Erweiterungsflügel. Ein Schild haben wir auch nicht. Mein Gott, rumgeschlammt hier. So, dann haben wir hier jetzt genug. Hier hatten wir, glaube ich, wobei die Grundschule ist schon voll, ja. Können wir auch nichts ändern. Aber wir haben hier hinten ja auch noch eine. Ja, wird ja super genutzt. Naja, da müssen wir erstmal abwarten. So, wie sieht's hier aus? 20 Uhr, also das dauert auch noch ein bisschen. Ja, wir machen hier nochmal ein kurzes Päuschen, Leute. Nächste Folge geht's dann weiter. Wäre schön, wenn ihr auch wieder dabei seid hier bei SimCity 5. Und ja, dann fangen wir bald an, richtig schön zu produzieren, Geld zu verdienen. Und dann können wir uns hier noch so ein paar andere Gebiete aufbauen, die ein bisschen teurer sind. Casinos, Vergnügungsparks, Urlaubsparadiese und so weiter und so fort. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Bis dann.